Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Star Stable Online. Wir müssen ja zu den Buttenbergs reiten und ja, mal gucken, ob wir Robert antreffen. Haben wir in der letzten Woche in der letzten Folge erfahren, dass wir zu ihnen reiten sollen, weil er Frau X wahrscheinlich kennt und Mitglied in Shield ist und mal gucken, ob wir Erfolg haben werden. Sieht ja ganz schick hier oben aus. Ich glaube, ich bin ja auch schon mal lang geritten ein bisschen. Ich glaube, ich muss dort hin. Hier oben war ich aber, glaube ich, noch nicht. Oder? Nee. Du schon wieder. Habe ich dir nicht gesagt, dass du verschwinden sollst? Du hast Honig für meinen Vater dabei. Konnte Pamela das nicht selber machen? Nun ja, dann muss ich sie wenigstens nicht sehen. Ist ja auch was. Warum bist du noch hier? Wenn du Trinkgeld haben willst, kannst du das vergessen. Du musst meinen Bruder Robert treffen. Einer von Pamelas Bienenstöcken ist zerbrochen, sagst du. Und sie braucht Roberts Hilfe zum Reparieren. Nun ja, das ist nicht viel zu machen. Papa braucht Honig, aber du musst mir erst einen Gefallen tun. Andersfalls sage ich dir nicht, wo Robert ist. Hey, du wunderst dich, wieso das wichtiger ist als der Honig? Ja, das ist so. Aber ich sehe, dass du in einer bist und ich habe Zeit zu warten. Du wohl nicht, nehme ich an. Sieh mal, das ist ein kleiner Gefallen. Das geht auch ruckzuck. Hehe. Reite zu großen Donner und schau, wie die Reparatur der Brücke vorangeht. Scott, mein alter kleiner Bruder, ist dafür zuständig und er soll mir einen Bericht darüber über den aktuellen Fortschritt geben. Ich hätte den Bericht heute Morgen bekommen sollen, aber er ist noch nicht da. Scott ist leider nicht mit den Intelligenzen unseres Vaters gesegnet. Also reitest du am besten zu ihm und holst den Bericht. Und wenn er nicht fertig ist, kannst du ihm sagen, dass er heute Nacht in der Scheune übernachten kann. Hey. Hinfort nur mit dir. Was für ein... Oh. Ich mag dich nicht. Ich mag dich überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Hier arbeitet auch noch die GED mit. Ich glaube, ich bin falsch. Sind aber auch überall vertreten, diese Leute. Da ist eine Brücke. Muss ich dorthin? Ich weiß es nicht. Nope. Muss irgendwo anders hin. Ja, die Orientierung, die muss ich ja wirklich noch ein bisschen gewinnen. Schön, kleines Pferdchen. Aber komm jetzt. Hopp, hopp. Stell dich doch nicht so an. Es war doch mein kleiner Hügel. Und ich sollte jetzt was trinken, was erstmal im Magen knurrt. Also nicht wundern, wenn ihr so ein paar knurrende Geräusche gehört oder kluckernde. Das ist mein Magen. So, hier sieht es auf jeden Fall ein bisschen nach Baustelle aus. Ich glaube, ich bin jetzt hier auch richtig. Doch, der Typ hat auch einen Hut auf, glaube ich. Mal sehen, ob der ein bisschen netter ist. Nanu? Wer bist du? Du bist in einem gesperrten Gebiet. Hast du nicht verstanden? Du willst die Berichte für Junior haben? Ich weiß, wie viel Ärger ich mit dem Bau der Brücke habe. Natürlich hatte ich jetzt keine Zeit, um den Bericht zu schreiben. Ach so, eher. Weißt du, wie schwierig es ist, eine Brücke über den großen Donner zu bauen? Seit Generationen versucht man das schon, aber sie stürzt jedes Mal ein. Weshalb sie mal eingestürzt ist, frag mich nicht. Ist sicher irgendein Bär oder Vampir oder irgendein Adrakobold, der den Bau verhindert. Ob es hier Werwölfe und Vampire gibt? Natürlich. Ob ich welche gesehen habe? Natürlich nicht. Niemand hat das. Glaubst du, dass du das in einer Zeitung gelesen hättest? Überleg doch mal. Aber alle wissen, dass es Monster hier in den Polen gibt. Zumindest alle mit Verstand. Aber du scheinst nichts davon gehört zu. Aber du gehörst nicht dazu zu gehören. Hoho.
Spaß beiseite. Jetzt fang du an, die Berichte zu den Juni. Jetzt fängst du an, den Bericht, den Juni haben will, zu schreiben. Ich muss mit dem bei der Brücke weitermachen. Warum du den Bericht schreiben sollst, ganz einfach. Wenn du einen Bericht haben willst, schreibst du ihn einfach selber. Ich habe keine Zeit und schlafe lieber in der Scheune, als mich von Julia herumkommandieren zu lassen. Okay, ich werde dir helfen. Entschuldige bitte den rauen Ton, aber die Arbeit hier ist stressig und Julias Stimmung färbt auf mich ab. Mach dir keine Sorgen, es ist recht einfach, so einen Bericht zu schreiben. Hier ist eine Vorlage, die du benutzen kannst. Reite einfach zu den in der Vorlage angeschriebenen Stellen, prüfe, ob diese in Ordnung aussehen oder nicht. Ist also nicht so schwierig. Komm zurück und ich schaue mir das Ganze einmal an, bevor du damit zu Junior reitest. Okay. Und ich muss dringend was futtern. Ach, sind hier nur 3 Stellen, das passt ja. Ich hoffe, wir müssen dann hier nicht noch beim Brückenbau helfen, darauf habe ich nämlich gar keine Lust. So, wir sind fertig. Hast den Bericht fertig geschrieben? Mal sehen. Das sieht absolut okay aus, zumindest um Juna zufriedenzustellen. Ich danke dir. Wie heißt du überhaupt? Ich heiße Scott Buttergut. Schön, dich kennenzulernen, Nara. Ich kann gerne eine kleine Pause machen. Die Arbeit nimmt sowieso kein Ende. Du hast also Juna aus unserer Familie getroffen. Was hältst du von ihnen? Ho, du musst nicht antworten, Nara. Er ist ein unangenehmer Zeitgenosse. Ich weiß. Man könnte sagen, dass es in der Familie liegt. Unser Vater Vladimir ist der unfreundlichste Mensch, den ich je getroffen habe. Glücklicherweise wurden wir damit verschont, ihn als Kinder oft zu sehen, da unsere Mutter uns aufgezogen hat. Als sie starb, dachte ich, dass unsere Familie dem Untergang geweiht wäre, aber unsere Brüder haben trotz allem zusammengehalten. Weshalb unser Vater uns nicht aufgezogen hat? Nee, du Lara, wir waren auf uns alleine gestellt. Er war nur an Junior interessiert, um Robert und mich hat er es nie geschert. Schau nicht so traurig, es war Junior, der den Kürzeren von uns gezogen hat. Wenn du Mitleid mit jemandem haben willst, dann mit Junior. Aber genug mit den Gefaseln. Jetzt reite los, mit diesen undankbaren Arbeit des Brückenbaus weiterzumachen. Reite mit den Berichten zu Junior, Lara. Und denke besser zweimal darüber nach, ob du die Brücke benutzen willst. Sie ist noch nicht fertig und ich kann dir nicht garantieren, dass sie hält. Aber das ist deine Entscheidung. Bis dann. Na dann, Kommando zurück, würde ich sagen. Hast du den Bericht? Gut, ich brauche etwas Papier, um heute Abend das Feuer anzuzünden. Ob ich das nicht lesen werde? He, ich würde es niemals lesen. Ich kommandiere Scott nur gerne herum. Er muss manchmal daran erinnert werden, wer in dieser Familie das Sagen hat. Du solltest mit jemandem wie Palmer nicht abhängen. Sie ist kein guter Umgang, musst du wissen. Sie versteht nicht, welche 3 Dinge im Leben wichtig sind: Geld, Geld und nochmal mehr Geld. Nur die GED hat etwas Ahnung auf dieser Insel, aber alle anderen werden noch sehen. Ich habe große Pläne. Du suchst nach meinem Bruder Robert. Warum willst du mit diesem Tüpfel treffen? Pamela braucht Hilfe bei der Reparatur der Bienenstöcke. Nee, du, ich mag keine ungebetenen Gäste auf meinem Grundstück. Verschwinde. Ich habe versprochen, dir zu helfen, wenn du die Berichte holst. Habe ich das? Ich denke nicht, dass ich das versprochen habe. Daran würde ich mich einfach auf jeden Fall erinnern. Aber ich bin heute besonders nett. Also okay, Robert ist wahrscheinlich unten beim Baumwollanbau und arbeitet. Los jetzt. Okay. Kommt man dorthin? Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Aber nee, müsste passen hier. Irgendwo hier unten sollte er sein. Da ist der Gute. Sieht ein bisschen aus wie Justin. Hallo, ich bin Rupa Buttergut. Wer bist du? Lara, schön dich zu treffen. Wie kann ich dir helfen? Pamela sagt, dass ich dir helfen kann, Frau X zu treffen. Das ist keine kleine Sache, um die du mich bittest. Aber wenn du Frau X wirklich treffen willst, wirst du sicher auch die GED hier in den Erntefelsprovinz aufhalten. Wenn du mir
eventuell vorher mit einer kleinen Sache behilflich sein könntest. Ob ich Mitglied von Shield bin? Klar, aber ich gehöre nicht zu den inneren Kreis. Ich weiß nicht mehr über die Organisation, als ich sollte. Sicherheit geht vor, wie Freud immer es zu sagen pflegt. Ich weiß so gut wie K nichts über die anderen Mitglieder oder was sie gerade planen. Wie kommt es, dass du Shield beitreten? Wie kommt es, dass ich Shield beigetreten bin? Ja, du Lara, das ist eine lange Geschichte, aber ich kann dir die Kurzversion davon erzählen. Dafür ist die Zeit genug. Hinter mir befindet sich die Brücke zum Bärenlandzug. Das Tor auf der Brücke ist geschlossen, sodass du nicht vorbei kannst, wie du siehst. Ist die Bärenlandzunge eine Einöde, wo nichts wächst. Das Land ist ruiniert, seitdem Junior dort nach Öl gesucht hat und die GED-Roffin ihre Arbeit vervollständigt hat, indem sie nach und nach auch immer sie suchen, hier in der Erdefeuerprovinz gesucht haben. Dass die GED die Bärenlandzunge irgendwann verließ, ist Shields Verdienst. Eine aufregende Geschichte, aber darüber können weiterreden, wenn wir mehr Zeit haben. Auf jeden Fall bin ich Shield beigetreten, nachdem ich herausgefunden habe, was mein Bruder und die GED auf der Bärenzuhörlage angestellt haben. Jetzt müssen wir an die Arbeit, Lara. Wir werden keine Sabotage bei der GED hier in. Wir werden eine kleine Sabotage bei der GED hier in Francisburg planen. Nichts Gefährliches, aber eine kleine Sache, die wir tun können, um sie aufzuhalten, ist einen Versuch wert. Die GED lagert einen Teil ihrer Materialien auf unserem Grundstück. Das sind alte Fässer mit gefährlichen Chemikalien und eine Menge Maschinen. Die Maschinen werden wir sabotieren. Sand im Gastank ist ein Klassiker. Ich habe die Maschinen der GED schon mal einmal sabotiert, aber GR hat irgendwann begonnen, mich für die ganz kaputte Ausrüstung zu verdächtigen. Seine Augen sind auf mich gerichtet, sodass ich keine Chance mehr haben werde, damit weiterzumachen. Der Plan ist, dass du hoch zu Junior gehst, damit er sieht, dass ich nichts gemacht haben kann, während du den Gastank jeder Maschine mit Sand befüllst. Ein perfektes Alibi für mich. Und das wird Junior Kopfschmerzen bereiten, das verspreche ich. Wenn du das machst, kann ich dir auf jeden Fall sagen, wie du Frau X treffen kannst. Na dann. Machen wir das doch mal. Muss ich auch noch wieder absteigen. Leute, ernsthaft. Kann man das nicht vom Pferd aus regeln? Und Nummer 1 ist kaputt. Qualmt doch jetzt ein bisschen, glaube ich. So, hier oben ist doch bestimmt auch was, oder? So, und das nächste. Och, Pferdchen, ernsthaft jetzt stell dich doch nicht immer so an. Es ist doch nichts passiert. Komm, hopp, hopp. Weiter mit dir. Weiter im Programm. So. Ich finde das irgendwie. Ihr kennt ja das Programm schon. Ich finde es irgendwie schade, dass man keine Fotos machen kann, während sie hier irgendwas präparieren oder so. Das wollte ich mich gerade mal probieren. Ihr seht jetzt auch schon immer die Thumbnails, aber ist ja egal. So, schnell aufs Pferdchen und dann noch die letzte Maschine. Irgendwo hier ist noch eine. Ja, dort hinten. Haben wir mal ein bisschen die GED gestoppt. Und ich bin sehr gespannt, wie Frau X ist und wer Frau X ist und wie sie aussieht. Oder hatte ich schon Thumbnail für die Folge? Ich weiß gerade gar nicht, kann auch sein.
Ah, doch, ich hab doch, oder? Ach, ist auch egal. Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Habe ich dann halt eine Auswahl? Nee, habe ich nicht. Jo. Ich muss noch eins runter. Dann bin ich da. Ha, gute Arbeit, Lara. Das wird dir die Idee zu denken geben und Junior wird nie dahinter kommen, wie das passieren konnte. Das ist sicher nicht das Schlimmste, was der GED passiert ist. Aber jede kleine Sache zählt hier. Ich habe dir versprochen, dass du Kontakt zu Frau X bekommen wirst und das halte ich auch ein. Ich weiß nicht, wer Frau X ist, aber du verstehst das sicher. Wenn ich erst wüsste, würde ich trotzdem nichts sagen. Du scheinst zwar ehrlich zu sein und so, aber Sicherheit geht vor, wie Frau X immer zu sagen pflegt. Ich erzähle dir dann, wie du meinen Kontakt in die Höhlkirche treffen könntest. Eine Person, die zum inneren Kreis von Ski gehört. Jemand ein Treffen mit Frau X arrangieren kann, dann ist es diese Person. Ich werde dir nicht sagen, wer es ist. Man weiß nie, wer gerade zuhört. Aber ich bringe dich einfach einen geheimen Satz. Aber ich bringe dir einen geheimen Satz bei, den du nutzen kannst, um meinen Kontakt zu finden. Sprich mit dem Bewohner in Hilkes und sage diesen Satz. Die Kälte verbreitet sich in Epona. Wenn jemand mit "aber bald wird es wärmer" antwortet, weißt du, dass das der richtige Person ist. Um nach Hilkes zu gelangen, musst du den großen Donner herumreiten, um die große Schlucht der Epona zerteilt. Vielleicht findest du eine Stelle, wo du hinüberreiten kannst. Aber mache dir da besser keine große Hoffnung. Reite zurück zum Mondsicher Dorf und dann nach Osten durch den Spiegelsumpf. Bleib auf dem Pfad, wirst du am Ende eines Wegs nach Süden finden. Dort solltest du nicht mehr lange. Ja, ich weiß doch. Wir sehen uns sicher wieder, Lara. Viel Glück. Gut, ja, cool. Dann würde ich mich aber an dieser Stelle trotzdem erstmal von euch verabschieden. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns dann nächstes Mal zu einer neuen Folge wieder und schauen mal, ob wir die Person finden, die uns zu Frau X bringen kann. Bis dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und bis dahin. Ciao, ciao.